Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist schon bezeichnend, dass wir ausgerechnet heute über einen Antrag zur Benachteiligung von Jungen und Männern in unserer Gesellschaft debattieren, denn es ist Girls' Day, eigentlich ein Tag, der dazu geschaffen war, um Mädchen für männerdominierte Berufe zu interessieren. Nun gibt es ja seit diesem Jahr das erste Mal den sogenannten Boys' Day, und ich finde es so schade, dass Sie es schon wieder machen, was Sie immer tun, nämlich die Menschen und in diesem Falle Jungen und Mädchen gegeneinander auszuspielen, statt sich um die Ursachen des Problems zu kümmern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Bundesregierung. In Ihrem Antrag erklären Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und FDP, dass die Jungen, Sie reden ja immer gleich von allen, die Jungen immer offensichtlicher zu Bildungsverlierern werden. Der Fokus titelte bereits 2002 Arme Jungs, die Zeit titelte Die neuen Prügelknaben. Sie zählen in Ihrem Antrag genau die Fakten auf, die in dieses Bild passen. Jungen wiederholen häufiger eine Klasse, brechen häufiger als Mädchen die Schule ab und weisen geringere Lesekompetenzen als Mädchen auf. Eine OECD-Studie vom Mai 2009 kommt zu dem Schluss, ich zitiere, dass diese Unterschiede eher auf Stereotype als auf unterschiedliche Begabung zurückzuführen sind. Doch an dieser Stelle kommt ja die gute Nachricht zu diesem traurigen Befund, denn Sie haben ja schon die Antwort und damit die Schuldigen gefunden. Den Jungen fehlen aufgrund der Feminisierung in Kita und Schule und des Fehlens männlicher Bezugspersonen im familiären Bereich die Ermutigung und positive Vorbilder. Schuld sind also die zu hohe Zahl der Frauen in den Erziehungs- und Bildungsberufen und, wenn ich es richtig verstanden habe, alleinerziehende Frauen und gleichgeschlechtliche Beziehungen, in denen Kinder ohne männliche Ermutigung und positive Vorbilder aufwachsen. Ich habe Feuer gemacht. Familienkonstellationen, die inzwischen zum ganz normalen Alltag gehören, offenkundig aber nicht in das ein oder andere Weltbild passen. Bei der Erklärung, was denn genau ein solches positives Vorbild ausmacht, welche Ansprüche ein Lehrer, ein Erzieher erfüllen muss, um diese Lücke zu schließen, hüllen Sie sich allerdings in Schweigen. Ebenso vage bleiben Sie bei der Unterlegung Ihrer Thesen mit wissenschaftlich oder empirisch belegbaren Zahlen oder Fakten. Mit gutem Grund, denn solche Zahlen und Fakten gibt es nicht. Denn eine Studie, die belegt, dass sich allein durch die Anwesenheit von männlichem Erzieher- und Lehrerpersonal explizit die Situation von Jungen verbessert hätte, liegt nicht vor. Österreichische Erhebungen belegen sogar eine Diskriminierung von Jungen in der Benotung, wenn sie von Männern unterrichtet werden. Wichtig ist also nicht, ob Kinder von Männern oder Frauen unterrichtet werden. Wir brauchen Pädagoginnen und Pädagogen, die in die Lage versetzt werden, eine geschlechtssensible und gleichstellungsorientierte Schule gestalten zu können. Solche Anträge wie dieser werden dazu aber bestimmt keinen konstruktiven Beitrag leisten. Die bloße Forderung nach mehr männlichen Vorbildern allein hilft nicht weiter. Vielmehr bauen Sie damit ein Bild vom scheiternden Jungen und vom karriereorientierten Mädchen auf, bei dem die einen absteigen und die anderen aufsteigen. Ein Bild, das der Realität nicht standhält. Es gibt im realen Leben eben nicht die Jungen, die als Loser zurückbleiben, und nicht die Mädchen, die auf der Überholspur an ihnen vorbeirauschen. Es gibt Kinder und Jugendliche, die von vornherein benachteiligt sind, benachteiligt werden, und das aus unterschiedlichen Gründen. Dazu können die Hautfarbe, der Migrationshintergrund, Armutserfahrungen, Homosexualität, Behinderung und anderes gehören. Aber all das blenden Sie in Ihrem Antrag völlig aus. Mit Forderungen nach jungengerechter Bildung stecken Sie lediglich den schwarzen Peter für Ihre verkorkste Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik den Erzieherinnen und Lehrerinnen zu. Gesamtgesellschaftliche Probleme werden einzelnen Personengruppen zugeschoben. Damit lenken Sie ganz bewusst davon ab, dass Sie als christlich-liberale Koalition nicht in der Lage waren, eine Politik zu machen, die jedem Kind und damit auch jedem Jungen gleichberechtigte Startchancen bietet. Sie waren nicht in der Lage, Akzente zu setzen, die Väter in die Situation bringen, die, wie Sie es beschreiben, neue Balance zwischen Beruf, Familie und Partnerschaft zu schaffen. Ist es nicht Ihre Regierung, die in dieser Woche bekannt gemacht hat, dass die versprochene Ausweitung der Vätermonate im Elterngeld nicht kommen wird? Ist es nicht Ihre Regierung, die einen verfassungswidrigen Kinderregelsatz unverändert lässt, obwohl er die besonderen und eigenständigen Bedarfe aller Kinder nicht berücksichtigt?
Ist es nicht die christlich-liberale Koalition, die ein Bildungspaket feiert, das sich gerade in der Praxis als bürokratisches Monster erweist und eben keine gerechten Bildungschancen für alle Jungen und Mädchen schafft? Und an welcher Stelle in Ihrem christlich-liberalen Antrag thematisieren Sie denn die Arbeitsbedingungen und vor allem die schlechte Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern, von Lehrerinnen und Lehrern? Und ist es nicht die christlich-liberale Koalition, die gerade ein bewährtes Programm für Schul- und Ausbildungsabbrecher so radikal zusammenstreicht, dass wahrscheinlich über die Hälfte der Beratungsstellen schließen werden müssen? Und wenn es um die Aufgabenverteilung geht, sind Sie ja auch prima. Die Vorschläge, die Sie machen, gehen alle zulasten von Ländern und Kommunen, ohne dass Sie dabei erklären, wovon Sie das bestreiten sollen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin selbst Mutter von zwei Kindern, einem Mädchen und einem Jungen. Und ich befürchte, dass es das Mädchen sein wird, dem es schwerfallen wird, trotz gleicher Voraussetzungen in Familie und Schule später selbstbewusst und fair und gerecht durchs Leben zu gehen und dieselben Erfolge auch zu haben. Denn wenn wir uns mal anschauen, Frauen haben trotz steigenden Bildungsniveaus in Deutschland immer noch 26% weniger Gehalt als Männer und sind nach wie vor an Unis, in Chefetagen, in Vorstandsetagen selten oder gar nicht anzutreffen. Vor diesem Hintergrund kann ich über den von Ihnen formulierten Prüfauftrag, ob auch Männer Gleichstellungsbeauftragte sein sollten, nur den Kopf schütteln. Solange es eine strukturelle Ungleichbehandlung von Frauen gibt, bedarf es eines solchen Wächteramtes für Frauen. Thomas Gersterkamp schrieb in einer Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung, ich zitiere, nur miteinander und nicht gegeneinander lässt sich die Geschlechterdemokratie umsetzen. Vereinfachungen und die umgekehrte Stilisierung von Männern zum Opfer des Feminismus helfen nicht weiter. Vielen Dank.